Guten Abend, Freunde, der liebe NRW über 18 hier. Ja, der liebe. Oh Gott, was ist das für eine blöde Begrüßung. Aber egal, die bleibt drauf. Die ist gut. Ja, Baphomets Fluch, Teil 3. Wir sind zurück mit Nico dieses Mal. Und für den letzten Teil möchte ich mich ein bisschen entschuldigen. Da hatte Fraps sich ganz kurz dazu entschlossen, die Aufnahme zu beenden. Und dann habe ich den letzten Teil nochmal neu gespielt. Und deswegen kommen da so ein, zwei Holperer drin vor. Aber ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendeine Auswirkung auf die auf den Spielspaß hat. Und von daher lasse ich es erstmal so. Jetzt auch an den Soundanstellungen jetzt hier ein bisschen was geändert. Ich hoffe, jetzt ist es so besser. Ich hatte nämlich das Problem, dass ich in den ersten zwei Teilen meine Uhr ticken hörte im Hintergrund und das gefiel mir mal gar nicht. Und meine Stimme war auch ein bisschen laut und die Ausgabe hier ein bisschen leise und das habe ich jetzt alles geändert und ich hoffe, wir können jetzt dieses wunderschöne, herrliche Spiel jetzt endlich mal weiterspielen. Und ja, Mue, wir haben ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten aus dem allerersten Baphomets Fluch-Teil. Sergent Mue, so sieht man sich wieder. Ja. Ah, Madame Collard, welch unerwartetes Vergnügen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und ich muss Sie korrigieren, Madame. Es handelt sich nicht mehr um Diebstahl, sondern Mord. Um Mord. Ja. Mon Dieu, der arme Mann. Ja, der arme Mann. Warum hat er jetzt, Mui, warum hat er jetzt so einen französischen Akzent? Das, ich meine, dass man nicht mehr dieselbe Synchronstimme wie aus dem ersten Teil, die super zu ihm gepasst hat, nicht mehr gefunden hat oder auftreiben können, ist die eine Sache. Aber dann einen französischen Akzent, ich weiß ja nicht. Und das mit dem Finger hin und her, also ich glaube, das scheint wohl eine beliebte Geste hier zu sein in dem Spiel. Ich war Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Er setzt das Lézard mal gegen Gord. Och Mann, Bambus, ich bin im Video. Toll! Ja, wir grüßen alle den Bambus-Player. Hallo, Kelvin. Ach Gott, nee. Er setzt das Lézard mal gegen Gordon. Und dann Le Gordon Bleu. Haha, was für ein Wortwitz. Egal. Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie. Ein Mann von beinahe übermenschlichem Spiel. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Boah. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Er ist Experte darin. Er liest in den Eingeweiden des Verbrechens wie in einem Buch. Freunde, so langsam, aber sicher ist mal so ein Punkt erreicht. Ich habe die Einstellung in Steam eigentlich vorgenommen, dass man mich nicht mit diesen Scheiß-Messages hier nerven kann. Aber ich werde das gleich noch einmal einstellen. Ich muss dringend in die Galerie und mit Inspektor Navette sprechen. Tschüss. Er darf jetzt nicht gestört werden. Er wendet seine berühmten wissenschaftlichen Methoden an. Der Fall dürfte jeden Moment gelöst sein. Zumindest hoffe ich das. Ich bin unmüde und möchte nach Hause. Ah. Ich bin dem Schützen hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Lassen Sie mich in die Galerie. Ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Schon wieder mit dem Finger. Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin? Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergeant Mue? Madame Collard, ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern kommen. Nein, er ist... Ja. Zum Verrücktwerden. Ja. Sergent Mue wollte mich nicht reinlassen. Müdigkeit. Ah, wir können darauf... Und Presseausweis. Na, okay. Weshalb sind Sie so müde, Sergent Mue? Ich habe 3 Tage ohne Pause durchgearbeitet. Oh. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie.
Ach, Sie Ärmster. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Schlauerer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen, Madame. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Vielleicht etwas Heißes zu trinken? Das wäre gewiss sehr schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Zwischenfall. Freunde, ich bin sofort wieder da. Ich werde das mal eben abstellen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hatte das auf dem anderen Rechner von mir abgeschaltet. Hier hatte ich es noch nicht abgeschaltet. Calvin ist aber jetzt auch abgeschaltet, also versuche erst gar nicht wieder, dich in irgendein Video hier reinzuschlängeln, du Schlawiner. Wir machen weiter mit einem Zwischenfall. Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Hier, mein Presseausweis. Hätten Sie eine Erklärung für die Zeitung? Ja, Madame. Bleiben Sie vom Tatort weg und lassen Sie die Polizei ihre Arbeit machen. Und lassen Sie immer Licht brennen, wenn Sie nachts ausgehen. Vielen Dank, Sergeant Mouy. Sie haben mir sehr geholfen. Sie beendet automatisch das Gespräch. Das ist cool. Und wir haben sogar einen Zoom gehabt. Das ist ja nicht schlecht. So, also, ich denke mal, Bürofenster sollen wir uns anschauen. Es war ein Büro. Na. Der Raum war voll mit sonderbarem Plunder. Auch so geil, dass der gute Pater sich hier überhaupt nicht bewegt. Die Spur wurde immer kälter. Und ich saß hier draußen fest. Okay. Was macht eigentlich Ihr Telefon? George anrufen. George, ich stehe hier draußen. Hallo. Hi, George. Ich stehe vor der Galerie. Gott sei Dank bist du okay, Nico. Ich habe versucht anzurufen, kam aber nicht durch. Inspektor Moe ist hier draußen und lässt mich nicht rein. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß. Aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. Erschossen? Die Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insiderjob aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Maledictio sei böse. Ich muss in das Büro nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Vielleicht könntest du mir helfen, wenn du wieder drin bist? Er hätte doch vielleicht mal jetzt den Inspektor darauf ansprechen können. Hallo, meine Freundin hat Fotos draußen gemacht. Die steht vor der Tür. Wir können sie reinlassen. Nein, warum denn auch? Wer ist Ronnie? Wahrscheinlich Ihr Chef. Ronnie, ich bin in der Ausstellung in Montmartre. Du ahnst nicht, was ich für einen Knüller habe. Du machst Blitze, das ist ein Saftladen. Was soll da schon Aufregendes passiert sein? Ein Gemälde wurde geraubt und der Galeriebesitzer erschossen. Was? Okay, sprich mit jedem, der was gesehen hat. Lichte alles ab. Und ruf mich an, sobald du eine Story hast. Wenn du schnell bist, schaffen wir es in die Abendausgabe. Bis dann, Nicole. Toll. Und wie soll ich alles ablichten? Mit dem Till? Das konnte die Story sein, auf die ich seit Jahren gewartet hatte. Seit Jahren? Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit jetzt zwischen dem ersten Baphomets Fluch und diesem Teil jetzt ist und liegt. Aber eigentlich genau fast die gleiche Story. Ich meine, bis auf den Raub hattest du schon mal gehabt. Die Explosion in dem Café. Und mein Smartphone. Mein Smartphone. Möglicherweise das wichtigste Werkzeug des Journalisten. Auf einmal. Früher hat es ein Telefon, was am Kabel hing. Werte Frau Collard. Tja, aber ich kann das Telefon nicht nehmen. Ja, das kann ich nehmen, aber das Telefon kann ich jetzt... Hallo? Ja, wenn ich das Telefon anklicke, dann... Ich wollte George nicht nochmal anrufen. Es gibt nichts zu besprechen. Na dann. Gut, dann schauen wir uns mal am Café um. Gucken wir mal, ob der jetzt ein bisschen freundlicher zu uns ist. Klar. Wir können nicht... Madame? Hä?
Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Hä? Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. Mm. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewienerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Kaffee. Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Hä? Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen, unser Blut vergossen? Nicht. Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft, für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Revolution! Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Flügel verlieh? Billiger Wein und freie Liebe? Fusel. Nein, Madame, nein! Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse, der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Das ist doch ein Café. Ja, für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesem Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Ah ja? Was ist mit dem los? Hat der am falschen Kaffee geschnüffelt oder was? Monsieur? Oh, ach, guck mal. Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, aber... Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Ich fange nicht wieder von vorne an. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. C'est vrai, no? Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Oh ja! Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir, an Sergent Mouet vorbeizukommen. Au revoir. Oh, wieso, wieso, wieso? Was ist, wenn ich ihm meinen Presseausweis zeige? Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Ach. Bitte nehmen Sie meine herzliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut. Da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Sehr schön. So kann man also einen französischen Mann um den Finger wickeln mit einem Presseausweis. Monsieur? Oui, Madame. Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame.
Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen. Können wir mal kurz reden? Ja. Jederzeit, Madame. Aber auf normaler Ebene, bitte. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen, ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. Warum? Wieso ist der so blutverschmiert? Warum redet der immer so geschwollen? Ich meine, der kann auch ganz normal sich mit uns unterhalten. Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. Oh ja. Muss ich mit... nein. Ich kann mich nicht bewegen. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Mokka. Vielen Dank, Monsieur. Ja, gut. Und, ja, toll. Der Kaffee war heiß und stark. Toll. Kaffee zum Mitnehmen. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Also die Entwickler hatten echt Spaß zu programmieren. Ich meine, man hätte ja direkt sagen können, Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Aber nö. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Ja, vielen Dank, Monsieur. Steckt sie sich jetzt in die Brust? Der Kellner brauchte meinen Presseausweis nicht noch einmal zu sehen. Warum soll ich ihn dann anklicken? Gut, das war's. Danke für den Kaffee. Und tschüss. Kann ich da noch irgendwo hingehen? Nein. Also, ach, guck mal, er geht rein? Nee, er kommt wieder raus. Ein Buntglasfenster mit einem komplexen Muster, so wie es Touristen lieben. Ja, ja. Fenster. Getränkekarte. Auf der Karte stand schwarzer Kaffee und eine kleine Auswahl anderer Getränke. Aha. Paris sah wie immer wunderschön aus. Bis auf die ganzen Morde, die hier passieren. Gut, über den Giraffenstreifen hier können wir nicht gehen. Das heißt, wir können wieder zu Luc. Zu Saint-Jean-Moué. Und ihm wahrscheinlich den Kaffee andrehen. Da muss er nämlich auf Klo. Ah, und wir können da rein. ja. Deswegen sagte er nämlich eben, unsere mussten immer aufs Klo. Saint-Jean-Moué, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie, ich darf nicht. Ein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr... Pipi-Mann. ...Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen. Wie schön. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Oh Gott. Aber wie ist das rausgekommen? Ja,
Fraps, ich liebe dich. 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Ja, ich muss mich entschuldigen, Fraps kackt hier gerade wieder kolossal ab. Es ist einfach nur ein tolles Programm. Holt euch Fraps, denn mit Fraps habt ihr Spaß. Und ich würde degradiert zum Sergeanten. Ach. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Wegen dem Hund. Naja, dann. Ich werde hier Schluss machen. Es bringt nichts mehr währenddessen. Und dann denke ich... Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Das Spiel steht unter keinen guten Stern bei mir. Ehrlich. Ja, also wie gesagt, Freunde, ich denke mal, die Unterhaltung werden wir jetzt hier nicht mehr zu Ende bringen können. Steht gerade still und tut überhaupt nichts mehr. Als solches würde ich sagen, machen wir Schluss und sehen uns dann gleich hoffentlich wieder mit mehr FPS wieder. Bis dahin, NRW über 18. Adieu. Ja? Finden Sie? Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, eher seinen Hund. Das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt muss ich das so sagen. Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergeant Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde... Bravo, Sergeant. Entschuldigen, Madame. Ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Ja, es hat doch noch geklappt, Freunde. Ja. Jetzt aber wirklich Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Ich hatte Moe abgelenkt. Also, Errungenschaft. Jetzt oder nie. Bis dahin. Nein, 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 nicht... Na okay, sie geht automatisch rein, okay. Dann, wo ist George da? Ach, ich will Schluss Wie machen. Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Ja, später. Später ist gut. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. So. Das sieht doch schon besser aus, Freunde. Also, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.